Gudrun Gösecke ist auf der Suche nach Heizbarem im Keller ihres Hauses in Halle. Obwohl sie selbst keine Jüdin ist, hat sie gerade erst eine Wohnung im jüdischen Gemeindehaus zugewiesen bekommen. Eines Tages macht Gudrun Gösecke im Keller eine unfassbare Entdeckung. Sie findet zahlreiche Dokumente über die zur NS-Zeit ermordeten hallischen Juden. Dokumente, von denen man glaubte, sie seien im Krieg zerstört worden. Es sind die letzten Papierstücke, die an die damaligen Juden in Halle erinnern. Gudrun Gösecke ahnt, wie wichtig dieser Fund ist. Noch weiß sie nicht, dass er ihr Leben verändern wird. Doch niemand scheint sich für die Dokumente zu interessieren. Es ist der 11. Oktober 2014, fast 40 Jahre später. Die letzten Stolpersteine werden für dieses Jahr in Halle verlegt. Sie erinnern an die zu NS-Zeiten deportierten und ermordeten Hallenser, darunter viele Juden. Mittlerweile wurden 212 Stolpersteine vor den ehemaligen Wohnhäusern der Opfer in die Gehwege eingesetzt. Was heute kaum noch jemand weiß, die Stolpersteine wurden überhaupt nur möglich durch Gudrun Gösecke und ihren Fund im Keller der jüdischen Gemeinde. Gudrun Gösecke verstarb 2008 im Alter von 82 Jahren. Aber es gibt Filmaufnahmen von ihr, darin erinnert sie sich an den bedeutsamen Tag in ihrem Leben, der den Stein sprichwörtlich ins Rollen gebracht hat. Da fielen mir plötzlich Transportlisten in die Hände. Es war aber alles durcheinander, alle Papiere, also gar nicht. Und da war ich so erschüttert, denn ich habe geglaubt, es hieß ja auch immer, die Akten sind im Kriege vernichtet worden, also es existiert nichts mehr. Und dann merkte ich, es existiert so viel und Namen und persönliche Briefe und alles zur Geschichte, dass ich eigentlich mich erst mal auf den Fußboden gesetzt habe und gelesen habe. Der so wichtige Fund wurde jedoch von der Gemeindevorsteherin der jüdischen Gemeinde ignoriert, obwohl es sich um die letzten Erinnerungen an die Holocaust-Opfer handelte. Und wenn man sich mit der Geschichte der hallischen Juden beschäftigt hat, war das nicht so einfach gewesen, eben weil die damalige ehemalige Vorsitzende eigentlich von einem Parteiapparat eingesetzt wurde, er keine Jüdin war, möglicherweise auch nicht so das Interesse hatte an der Aufarbeitung. Und das Interesse bei Frau Gösecke ja schon ein ganz anderes war, bei Gudrun ein ganz anderes war. Die Vorsitzende Frau Mühles, die regte sich auf, dass ich lieber mit sauber machen soll. Typisch Bibliothekarin, sagte sie. Ich muss immer lesen. Und da habe ich gesagt, das muss alles mal geordnet werden. Aber sie war der Meinung, das hat doch keinen Sinn, die sind ja alle tot und so weiter. Und wir haben anderes zu tun. Ich habe mich aber dann bereit erklärt und dass ich das alles machen werde, habe meinen Urlaub gleich dafür verwendet, mich hinzusetzen und zu ordnen. 1925 in Meißen geboren, wurde sie in ihrer Jugend sehr von ihrem Vater Albert Mücke geprägt. Mücke beteiligte sich am Widerstand gegen das NS-Regime, wurde daraufhin schwer misshandelt und starb an den Folgen seiner Verletzungen. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg ging Gudrun Gösecke nach Leipzig, um Orientalistik zu studieren. Sie lernte 8 Sprachen, darunter auch Hebräisch. 1949 wechselte sie nach Halle, wo sie später die Bibliothek der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft leitete. Ihr Büro hatte Gösecke in der Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt. Hinter diesen 5 Fenstern in der August-Bebel-Straße arbeitete sie oft bis tief in die Nacht. Hier lernte sie auch Marianne Pechauf kennen, die heute noch in der Bibliothek arbeitet und eine enge Freundin werden sollte. Sie kennt die Gründe für Gösekes Hilfsbereitschaft und Sammelleidenschaft. Um es ganz kurz und knapp zu sagen, absolut durch Humanismus geprägtes Elternhaus.
Das, da ist die Basis für alles gelegt worden. Und dadurch, dass sie dort mit so vielen Leuten Kontakt hatte, mit Künstlern, mit Musikern, mit Anwälten, sie wusste schon als ganz junger Mensch um die Verbrechen, die da passiert sind. Das wusste sie von ihrem Elternhaus. Und da war sie in diese Hilfe für Benachteiligte, für Verfolgte immer involviert. Gysi hing an ihrer Geschichte und der Geschichte ihrer Eltern. Also das bedeutet nicht dieses Negative an der Vergangenheit hängen, sondern diese Geschichte, da gehörte also alles dazu. Und dieses Sammeln von interessanten Dingen, die ihr wichtig erschienen, wo sie wahrscheinlich von ihrem Intellekt auch sah, die weiteren Zusammenhänge, denke ich mir, war die Basis dafür, diese vielen kleinen Mosaiksteinchen zusammenzusetzen, die nachher zu ihrem Lebenswerk geführt haben, die Geschichte der hallischen Juden. Gösecke wollte das Vermächtnis der jüdischen Gemeinde wahren, die nach dem Holocaust nur noch 27 Mitglieder hatte und stetig kleiner wurde. Deshalb verwahrte sie einzigartige Akten in ihrer Wohnung, Deportationslisten mit den Namen fast aller hallischen Juden, dazu Briefe, wie ein Schreiben der Stadt Halle an die sogenannten Transportteilnehmer zur erlaubten Größe ihres Gepäcks. Auch Postkarten aus Ghettos und Konzentrationslagern sicherte Gösecke vor dem Verfall. Mittels diverser Urkunden wie Verlobungsanzeigen, Geburtsurkunden oder persönlicher Briefe legte Gösecke ein umfassendes Karteisystem an. Die vorhandenen Dokumente erweiterte sie mit selbstgeschriebenen Stammbäumen, Zeitungsartikeln und Notizen aus eigenen Recherchen. In jahrelanger Arbeit, neben ihrem Beruf in der Bibliothek, bewahrte sie über 500 Akten in Mappen, Ordnern und Teekästen. Durch ihr ausgezeichnetes Gedächtnis wusste keiner so viel wie sie über die Schicksale der Juden in Halle. Zum Glück, denn ihre Arbeit wurde nach nur wenigen Jahren von der damaligen Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde behindert. Matthias Pechauf, ein enger Vertrauter von Gudrun Gösecke, weiß dies aus ihren Erzählungen. Hier, im Stadtarchiv Halle, befinden sich die Reste ihres Archivs, die sie in Privatbesitz hatte. Als es bestimmte nicht so ganz beantwortbare Fragen sich aus dieser Aktenlage ergaben, wurde sozusagen auf ihre weitere Mitarbeit verzichtet. Und sie kam dann erst nach dem Tod der Frau Mürius wieder an diese in der Zwischenzeit wieder unsortierten Akten heran, hat die dann im Auftrag von der Frau Ring, der Nachfolgerin der Frau Mülius, noch weiter aufbereitet, war auch da dabei und dann durch Querelen innerhalb dieses Vorstandes oder zwischen dem Vorstand und den Mitgliedern der jüdischen Gemeinde kam es zu Auseinandersetzungen und der damalige Vorsitzende hat dann einfach dieses Archiv ins Zentrum Judaicum abgegeben und dann hat sie mit dem ihr verbliebenen Material weiter gearbeitet. Nach Gudrun Gösekes Tod pflegte Matthias Pechauf mehrere tausend Papierstücke aus ihrem Nachlass im Stadtarchiv ein. Über 3 Jahre hat er daran gearbeitet, um Gösekes Vermächtnis auch anderen Menschen zugänglich zu machen. Und natürlich aus Verbundenheit zu der Frau, mit der er und seine Schwester so viel Zeit verbracht haben. Wir hatten so, das ist fast ritualmäßig gewesen, wenn wir zu Frau Gösecke gegangen sind, auch so lange wie ihr Sohn noch lebte, der Gerhard, waren es immer Gösi, Gerhard, mein Bruder und ich. Gerhard hatte dann schon alles vorbereitet. Es gab dann Kaffee und Kuchen und löslichen Kaffee. Und währenddessen hat man geschwatzt. Dann kam man immer wieder auf das Thema irgendwann mit jüdischen Familien, das und das. Und dann ist sie sofort in ihre kleine Bibliothek und hat dann Mappen geholt und haben sie es gelesen. Es war nachher sowas, man hat sich stundenlang über sowas unterhalten. Ihre gute Freundin starb 2008 schwer erkrankt an Krebs. Sie wurde auf dem Gertraudenfriedhof bestattet. Die Pechaufs besuchen oft ihr Grab, vor allem zum Geburts- und Todestag. Obwohl Gösecke zum Judentum konvertiert war, ist sie hier begraben, neben ihrem Sohn Gerhard, der vor ihr starb. Auch Gerhard hatten die Pechaufs ins Herz geschlossen
und denken gern an ihn und seine Mutter zurück. Sie umfassend zu beschreiben, ist sehr schwierig, weil man kann das nicht in so zwei, drei Worten zusammenfassen, weil bei Frau Göseke war das einfach mehr. Sie hatte eine riesengroße Herzensbildung, einen enormen Intellekt. Sie war einfach das, was man wahrscheinlich nur so aus Büchern oder sonst was kennt, ein guter Mensch. Das war Gösi. Das schließt für mich einen wunderbaren Charakter ein. Mit allen Ecken und Kanten. Heutzutage würde man sagen, Frau Göseke konnte sich nicht gut verkaufen. Fast 90% der Menschen, die mit ihr zu tun hatten und sie nicht näher kannten, nur die Oberfläche, haben sie prinzipiell unterschätzt. Diesen enormen Intellekt, diese unendliche Bildung, die sie hatte, dieses fast fotografische Gedächtnis von allen. Die haben oft gedacht, die kann man schon so mal ein bisschen übers Ohr hauen. Sie hat sich da auch nicht groß dagegen gewehrt. Das ist so das, was für mich geblieben ist, dass ganz viele Menschen von dem, was Gösi erarbeitet hat, was sie wusste, enorm partizipiert haben, ohne sie irgendwo mal zu erwähnen. Die wenigsten haben sich bedankt. So scheint es, dass nirgends an Gudrun Gösikes Wirken erinnert wird. Bevor sie gestorben ist, noch während sie im Krankenhaus lag, sollte eigentlich darüber entschieden werden, ob sie das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommt für ihre aufwendige Recherchearbeit, für ihre Dokumentation und auch für ihr politisches Engagement im Neuen Forum. Leider war die Entscheidung zu spät. Frau Göseke ist gestorben und das Bundesverdienstkreuz wird posthum nicht verliehen. Eine Ehrung hat sie aber dennoch erfahren, das war der Fackenheim-Preis. Das ist ein ganz besonderer Preis, der hier in Halle verliehen wird. Ich habe mich damals sehr gefreut mit anderen, dass Gudrun diesen Preis zumindest hier in Halle erfahren konnte. Und ich habe angeregt im Stadtrat mit unserer Fraktion ein Platz oder eine Straße nach Gudrun Göseke zu benennen, weil ich der Meinung bin, dass Menschen wie Gudrun Göseke, die so bescheiden gelebt haben, aber doch so viel bewirkt haben in unserer Stadt, dass die angemessen geehrt werden sollte. Am Geisteswissenschaftlichen Zentrum wäre dafür eine gute Möglichkeit. Denn hier entstehen neue Straßen, die einen Namen brauchen. Und hierher gehört Gudrun Göseke als Geisteswissenschaftlerin auch ideell. Im Halleschen Stadtrat soll im Mai 2015 abschließend darüber beraten werden. Hunderte Stolpersteine hätten ohne Gösekes Aufarbeitung nicht verlegt werden können. Ohne sie wüsste niemand weder die Namen noch die Lebensdaten oder Wohnadressen der Halleschen Holocaustopfer. Der zufällige Fund im Keller des jüdischen Gemeindehauses sollte letztendlich Gudrun Gösekes Lebenswerk werden. Stolperstein, habe ich immer gedacht, das möchte ich jetzt noch erleben eigentlich, dass wir das schaffen, dass alle einen Stolperstein bekommen. Und ich muss mal sagen, das erhält mich immer so, dass ich denke, das möchte man noch schaffen. Ich denke, das werden wir schaffen. Und Gösis wirklich Genuss war, das erzählte sie immer wieder, sich zu Gerhard zu setzen, sich also eine Zigarette anzuzünden und wie man so sagt, hier bei Sonnenschein oder auch mal wie jetzt bei nicht so gutem Wetter und ich habe keine Spitze, sich ihre Spitze zu nehmen
und hier gemütlich zu sitzen und zu rauchen. Ich rauche jetzt hier in Gysis Gedenken. Sie hätte sich da köstlich drüber amüsiert. Ja, Gysi, man hört dich von hinten lachen. Das ist was ganz Besonderes.